Hey Leute, Dienstagabend, das heißt Rocket-Zeit, 12 Spiele, Masken-Jackpot und ich bin motiviert, das kann ich euch sagen. Irgendwie habe ich ja gefühlt so einen kleinen Negativlauf, es klappt nicht alles so gut oder nicht so, wie es sollte. Und da kann ich dann natürlich nur einen weisen Mann zitieren, der da mal sagte, Skat ist ein Geduldsspiel, das wird also auch wieder besser. Da glaube ich ganz fest dran. 20 Jahre schlechte Karten, davon habe ich zwar auch schon mal gehört, aber das kann ich mir bei mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. So, nun schauen wir in die erste Partie. Herz wird gespielt. Ich habe 4 Trumpf und eine ganz interessante Konstellation. Dreimal die bestellte 10 dabei. So, Kreuz Lusche kommt raus. Ja, 10 Dame, aber auf die Lusche, die verpflichtet mich doch da die 10 zu nehmen. Und das hat den Alleinspieler gefreut. Der hat nämlich das Ass. Hier sehen wir, dass es 6 Trümpfe sind. Mit Kreuz Ass dabei, also naja, wenn er jetzt noch ein weiteres Ass in der Beikarte hat, dann werden wir jedenfalls nicht gewinnen. Und dass ich hier nur die Karo Dame bekomme, das deutet so ein bisschen darauf an, dass der Spieler hin, dass der Spieler vielleicht auch noch das Karo Ass zu dritt haben könnte. Definitiv muss von mir jetzt ein Voller kommen, wo Karo Dame gewimmelt wird, packe ich jetzt die Pik 10 an. Also wenn meine Vollen jetzt nicht laufen, dann werden wir das Spiel wohl nicht gewinnen können. Nee, so ist es auch, Karo Ass auch noch zu dritt, beziehungsweise wohl sogar zu viert war noch einer von gedrückt. Also das Spiel konnten wir nun im Leben nicht knacken. Dank meiner 4 Trumpf sind wir aber aus dem Schneider gekommen. Und Spieler 1 knüpft direkt dran an. Bei 18 ist er Besitzer. Nach meiner Karte kann er alles gewinnen. Auf Kreuz. Gut, 2 Trumpf habe ich nur dagegen. Und da entscheide ich mich dann doch mal aus der stärkeren Farbe, aus einer langen Farbe, aus der 10 zu dritt aufzuspielen. Und gefühlt hat der Alleinspieler hier schon ein bisschen überlegt. Also das Pik Ass, das kam nicht sofort. Das kann immer auch mal ein Bluff sein. Vielleicht hat er sich auch gerade einen Kaffee gemacht oder Fernsehen geguckt. Aber dann fällt hinten der Pik König. Der ist natürlich definitiv blank. Und das bedeutet, jetzt stehe ich wohl noch mit 10, 9 gegen 8 Dame. Das ist dann wahrscheinlich schon die unangenehmste Eröffnung für den Alleinspieler. Ass, Dame, 8 und dann kommt die Farbe gleich rauf. Das siehst du ungern, weil du dich eigentlich schwer richtig entscheiden kannst. Ich will jetzt natürlich die Pik 10 gar nicht sofort bringen, weil ich dann den Stich gegen die Pik Dame verliere, wenn beide Pik in der Hand sind. Deswegen tauche ich hier auch, dränge mich nicht sofort mit dem Pik Buben ran, das habe ich gar nicht nötig. Es kann ja erst nochmal eine andere Farbe gespielt werden. Mein Partner wird sich da schon was einfallen lassen. Spielt den Alleinspieler ins Ass. Und der geht jetzt hier über das dritte Ass. Und interessanterweise fällt der Karo König, das heißt, auch da hat mein Partner ja höchstens 2 König und 10. Ja, falls der Alleinspieler jetzt einen 5 Trümpfe hat mit diesen 3 Assen, dann hat er Herz Ass und Karo Ass wahrscheinlich, also Herz Ass blank von Haus aus, Karo Ass vermutlich blank gedrückt und noch die beiden Piken in der Hand. Denn wenn er die beiden Piken gedrückt hätte, dann hätte er vermutlich jetzt nicht unbedingt das Karo Ass gespielt. Soweit also erstmal nur meine Theorie. Und jetzt kommt der Herz Bube mit Trumpf Ass. Trumpf Ass sagt mir natürlich schon ziemlich sicher, dass mein Partner auch noch 2 Trümpfe hat. Mit 4 Trümpfen hat er im ersten nicht den vollen gelegt. Und damit haben wir genau die 28 Augen, die mir jetzt sagen, jetzt kann ich doch die Pik 10 spielen, jetzt kann ich es einfach machen. Damit hole ich von hinten mir die Karo 10 ab auf 48 und habe dann noch die Herz 10 für den Bubenstich von meinem Partner. Das heißt, da muss ich jetzt nicht irgendwie auf diese Pik Dame spielen, was nämlich dem Alleinspieler erlauben würde, wenn ich jetzt klein Herz spiele, Pik abzutragen, wenn ich Karo spiele, dann die Karo 10 rauszustechen. So ist es dann also viel geradliniger. Gut, zwischendurch noch Pik Dame, versuch meinen Partner anzuschmieren, der fällt aber nicht drauf rein. Ja, was kann man hier sehen? Herz Bube ausgespielt gegen den blank stehenden Pik Buben. Der zweite Trumpfzug, das war jetzt unglücklich vorgetragen von Spieler 1. Da konnte mein Partner dann das Trumpf Ass gut auf meinen blanken Pik Buben noch fallen lassen. Und so sind wir hier bei 60 gelandet. Also wir kommen hier im Club beim Skat. Lacht die wilde 60 an jeder Biegung und an jeder Straßenecke. Kein Stück Karo, 2 Asse. Naja, ein Pik könnte es werden, ein Herz könnte es werden, zumindest biete ich mal 20, komme dafür aber nicht ran und ja, dann muss ich hier wohl einpacken, ansonsten ist das Risiko viel zu groß.
Herz wird jetzt gespielt, habe ich natürlich 4 Trumpf dagegen und eine Farbe frei. Könnte also interessant werden, ist auch kein Spiel mit rein offensichtlich, sonst wäre hier nicht Trumpf von unten gezogen worden. Gut, in dik Fall greife ich jetzt nicht direkt in Pik rein, sondern teste mal, wie es mit Kreuz aussieht. Ja, wird gestochen, damit ist es zumindest ein Klärungszug, der nicht nur mir, sondern auch meinem Partner hier die Augen öffnet. So, und Kreuzbube ist noch bei meinem Partner, das heißt, der Alleinspieler hat jetzt noch Herzbube, Trumpf, Dame, es ist nur ein Fünftrümpfer. Trumpf sind wir jetzt schon gleich. Gut, da brauche ich mir keine großen Gedanken machen. Trumpfgabel unrealistisch, wo ich hier das Kreuz Ass noch habe und eine Farbe frei habe, also da komme ich immer dazu, meine Trümpfe zu verstechen. Gucken wir mal, aber der Alleinspieler weiß natürlich noch nicht, wie die Trümpfe stehen und schnappt hier zu, 4 Augen, das ist, denke ich, günstig für uns. Jetzt hofft er, dass die Trümpfe kommen, kommen aber nicht. Damit habe ich den letzten Trumpf in der Hand und den werde ich dann hoffentlich in Karo gut einsetzen können. Pik König von meinem Partner, ein bisschen Irritation bei mir, ja, auch zu Recht. Mein Partner hat hier nicht mehr gesehen oder hatte vergessen, dass Herz Bube hoch ist, hat schon mal 4 Augen da versenkt, die wären sonst jetzt gefallen. Ja, und jetzt schnapp ich zu, das hat der Spieler natürlich sich anders vorgestellt, denn jetzt habe ich natürlich Rest. Karo 10 war auch nicht im Keller. A, hat er nur 57 bekommen. Bitter, sein letztes Ass ist eben nicht mehr gelaufen. Da hätte er den Kreuzkönig vielleicht doch besser noch mal verweigert. Naja, ob ich ihn mit dieser Karte nochmal ärgern kann. Das würde mich sehr wundern. Spieler 1, der gibt hier überhaupt kein Spiel ab, macht munter weiter und diesmal einen Grang. Naja. Naja, das sieht wohl nicht so aus, als hätten wir hier ernsthaft Chancen, die aus Schneider frei rausragen. Ach du Elend, guckt euch das mal an. Das ist aber eine schöne geschlossene Karte. Pik Ass war ja auch noch dabei. 4 Asse, 2 Zehen, die beiden alten Grangschneider schwarz. Und damit ist schon wieder das Feld ganz dicht zusammen. Mit 80 Punkten, zweimal 40 Punkte für ein Spiel umbiegen, liege ich aber noch vorne. Doch das bleibt nicht so, denn jetzt kommt Spieler 2 und spielt Herz. Blank raus, gut, 11, 28, Trumpf 10 gerettet, soweit schon mal kein schlechter Auftakt. Bild angeboten, weil ich das Ass nicht selber habe. So, das ist gut, 32, mein Partner übernimmt, nimmt mir die Last der Verantwortung ab, weiterspielen zu müssen. Jetzt haben wir schon 44, ja, wenn mein Partner jetzt noch einen Beiblattstich hat, Karo 10 oder Pik Ass und oder ein Bubenstich im Blatt, ein Trumpfstich, dann kommen wir gut hin. Aber Pik 10 und auch das Pik Ass ist beim Alleinspieler, also der hat wohl dann zwei blanke Asse und diese 10 zu dritt dabei und er hat den Kreuzbuben auch noch, wie wir hier sehen. Damit sind wir dann raus aus dem Geschäft. Ja, jetzt muss es das doch aber sein. Sechstes Spiel, das erste Mal, dass ich hier überhaupt, sagen wir mal, mit einigermaßen günstigen Chancen reizen kann. Und ich komme auch ran für 20. Finde wieder wie ein junger Gott, Herzkönig, Kreuzkönig. Na gut, der Herzkönig passt immerhin ins Ass zu dritt. Da spiele ich dann den Pik. Ja, bevor jetzt wieder die Fragen kommen, du hast doch mal gesagt, man soll immer zwei gleiche drücken, aber man soll vor allen Dingen auch nicht immer das gleiche tun. Jetzt war hier die 18er Reizung in Mittelhand, die spricht ja eher für Karo als für Kreuz, kann natürlich auch nur eine Anreizung sein, aber dann kann ich auch hier schon mal die beiden Bilder drücken und die Kreuzlusche halten. Und es kommt Kleinkreuz nach, also Spieler 1 hat offensichtlich aus der 10 zu dritt aufgespielt, auch ganz klassisch. Ja. Jetzt müsste ich mich entscheiden unter durch, dafür ist mir das Spiel dann ein bisschen zu schwach, also gegen 4 Trumpf kann ich mich gar nicht immer so günstig verteidigen. Dann spiele ich lieber doch einmal von oben und das läuft gut. Ich fange die Trumpf 10, dann kann ich jetzt immer noch einmal von unten spielen. So, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen überraschend. Beide Buben sind schon raus, dass jetzt der Herzbube bei Spieler 1 fällt. Okay. Aber gut, das braucht mich jetzt nicht mehr stören. Es ist nur noch ein Trumpf draußen. Den hole ich ab.
So, und Spieler 1 hat auch noch die Trumpf 7. Also warum er da nun eben Herz Buben rübergegangen ist, ja, vielleicht weil er gar nicht damit gerechnet hat, dass ich unter durchspiele. Wie auch immer, jetzt noch einmal Herz unten raus, 13 Augen, und damit sind die Gegner Schneider. Mein erstes Gewinnspiel in Spiel 6. Danach sagt die Karte mir aber auch gleich wieder: Daniel, übertreib es nicht, dein schwaches Herz. Ich habe auch ein schwaches Herz in der Hand. Ein ungewolltes Wortspiel hier vielleicht. Dein schwaches Herz, riskier hier nicht gleich zwei Spiele hintereinander. Mach erstmal wieder eine Pause und ruh dich erstmal auf diesen Punkten aus. Das tue ich dann auch. So, mein Partner hat noch mitgereizt und wir haben die Stechfarbe getroffen. Und jetzt kann ich da mal den Karo König fallen lassen. Und jetzt komme ich dazu, meinen Buben zu verhacken. Hey, jetzt haben wir doch schon ein bisschen was. Also wenn jetzt noch der Alte bei meinem Partner ist, dann sieht es gut aus. Ja, Pik treffe ich jetzt die Reizfarbe. Hat der Alleinspieler links das Ass. Ah, und er hat die beiden Alten. Gut, ich hätte jetzt natürlich Herz treffen können, Herz Dame, dann hätte mein Partner noch mal stechen können, aber wohin hätte uns das geführt? Natürlich nicht zum Sieg. Das sehe ich ja an meiner Karte, 7, 8, 9 Dame, nicht unbedingt eine Angriffskarte, wo wir erst 42 Augen hatten. Hey, holla, da seid ihr doch. Wo wart ihr denn so lange, ihr Lieben? 4 Buben, 2 Asse. Jetzt muss ich wohl mal krank spielen. Obwohl ich natürlich, wie wir sehen, auch noch 4 Damen dabei habe. Also nicht nur die Buben laufen bei mir auf, auch die Damen. Gut, 13 im Keller, so richtig wohl ist mir da nicht mit sowohl der Karo-Dame als auch der Kreuz-Dame. Ja, aber dieses Spiel muss ich hier schon als Klang machen, das ist klar. Schneiderchancen habe ich so natürlich nicht, da müsste ich die Karo-Dame drücken, die Herz 10 oben halten, in der Hoffnung, dass da direkt rausgenommen wird, aber das ist dann auch wieder eine viel zu große Verlustgefahr, wenn dann Herz doch geschnippelt wird. Also auf Sicherheit gedrückt und vorgetragen. Erstmal Herz Dame. Wenn sie schnippeln, ergibt sich vielleicht doch eine Schneiderchance, aber die ist natürlich minimal. Denn sehr wahrscheinlich habe ich noch drei, also mindestens noch zwei weitere Stiche in der Abgabe. Da fällt nur der König, aber da wird rausgenommen. Gut, 18 Augen, dafür kriegt das Pik Ass, dann ist ja alles fein. Bleib in Hinterhand, auch wunderbar. Da kommt der nächste Volle, damit bin ich schon Sieger. So, wenn Kreuz König zu dritt sitzt, spiele ich den Spieler hinten wieder ran. Ist aber gar nicht der Fall. Gut, dann gebe ich einfach so noch meinen Karo-Stich ab. Und jetzt wollen wir doch mal schauen. So ein Gang mit 4, der bringt dich beim Skat immer ziemlich weit nach vorne. Plötzlich bin ich hier deutlich Chef am Tisch nach 8 Spielen, 344. Jetzt könnte doch noch mal ein bisschen was kommen für einen wirklich versöhnlichen Start in die Woche. Das ist aber hier erstmal wieder ein Spiel, wo ich zumindest beim Reizen, glaube ich, nicht viel verkehrt machen kann. Dieses Spiel noch auszureizen auf Pik ohne 2, das wäre gegen 2 Reizungen natürlich absoluter Selbstmord. Tja, Karo Hand, auf Pik wirft er Herz ab, klar, Kreuz wird seine starke Farbe sein, trotzdem bringe ich hier nicht blank Kreuz zurück, eben weil es eine starke Farbe sein muss, ich auch 3 Trumpf habe, gucken wir eher mal, was wir hier in den anderen Farben machen können. So, der ist erstens ohne 4 und dann hat er natürlich 3 Kreuz an der Seite. Ja, gut. Also wahrscheinlich ist es sogar sicherer, hier nicht zu stechen, um rauszukommen, aber nee, doch, ich steche den schon. Ja, da haben wir es. Fällt genau, was ich befürchtet habe. Fällt noch da die Lusche, da liegt ein Kreuzbild drin. Ja, die Kreuz Dame liegt drin, oder hatte ich sie selbst? Ich weiß es nicht mehr. Karo, Hand ohne 4 Schneider, jedenfalls schönes Spiel für Spieler 2. Ja, das ist doch wieder nichts hier. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Natürlich kann man mal 22 reizen, natürlich kann man mal von Buben im Stock träumen, aber die anderen reizen auch, träumen auch, und die Chance ist wohl nicht so besonders gut mit diesem Ding hier in Mittelhand. Okay, Karo 10 muss ich stechen. Ganz offensichtlich hat der Alleinspieler, also hat mein Partner noch den Kreuz Buben. Das ist das typische Szenario in so einem Fall, wo der Alleinspieler ohne Bubenzug über die Dörfer geht und ich meinen Buben verknacken kann. So, ich denke mal, einen Vollen muss ich jetzt hier mal anbieten.
Rein, was Beine hat, wir wollen gewinnen. Und das ist natürlich hier ein bisschen, da weiß man immer nicht so, hat mein Partner jetzt das Bild nicht gelegt, weil er nicht die Eier in der Hose hat, oder hat er tatsächlich nur die Lusche? Und wenn er nur die Lusche hat, dann hätte der Alleinspiel noch beide Bilder, hat er sie dann beide gedrückt. Ja, also so richtig toll ist das nicht, aber wenn du eben so einen Grang schlagen willst, dann müssen da mal volle Punkte auf dem Tisch. Jetzt spiele ich also doch die Kreuz 10 hinterher und doink, mein Partner hat den König. Und da frage ich doch mal, warum hast du ihn denn nicht auf das Ass gelegt? Es ist doch klar, beim ersten Mal ist die Chance, dass das Ding läuft, immer am größten. Und wenn da der Kreuzkönig kommt, hätte ich mir vielleicht ja auch überlegt, ob ich überhaupt die Kreuz 10 noch anbieten will. Dann hätte ich vielleicht Pik weitergespielt und wir hätten das andere Volle noch auf den Buben bekommen. Na gut, gewonnen hätten wir wohl nicht. Dazu war der Gang dann doch wieder zu stark. Und damit ist Spieler 2 an mir vorbeigegangen. So, Spiel 11. Also das ist jetzt, würde ich mal sagen, für mich hier das entscheidende Spiel. Erst dachte ich, na gut, wo Spieler 1 bei 20 raus ist, kriege ich das Ding. Kann vielleicht sogar noch reingucken für 0. Aber dann steigt Spieler 2 eben auch noch ein ins Geschäft. Jetzt gehe ich bis 0 Hand. Ja, die 0 Hand ohne Karo 7 ist natürlich auch logischerweise ein ziemliches Risiko. Aber mit einem verdeckten Blatt kann man das Ding, finde ich, noch mal so vortragen und dann vielleicht die Karo 9 aufspielen. Aber ich komme für 35 nicht ran. Und als Nullo wer? Nee, da ist es dann doch viel zu durchschaubar. Ja, und auch für mehr kann das doch gegen zwei Reizungen einfach nicht hinhauen. Und dann kommt der Kreuz, das ist natürlich keine Überraschung. Und unsere Hoffnungen sind auch nicht so groß. 20er Reizung, deswegen spiele ich hier Herz auf, erst die Herz 9, damit ich meinen Partner später die Herz 7 noch mal leichter übernehmen kann. Auch gleich die Stechfarbe gefunden. So, jetzt geh nicht so hoch ran, bitte, damit ich vielleicht nach dem Abwurf mit dem Pik-Jung noch überschenken kann. Aber er nimmt den König, hat der Alleinspieler aber auch wieder gar kein Problem. Scheinbar zumindest lässt er sich nichts anmerken. Er sticht, zieht wieder Trumpf. Und ja, er hat eine Karo-Lusche. Hat er jetzt noch den Karo-König? Ist ja verdächtig, dass er dann nicht auf die vier Augen da mal Karo abgeworfen hat, aber wahrscheinlich genau, weil er auch mit der Überstichgefahr gerechnet hat. Ich halte das Karo-Ass jetzt noch mal in der Hand, ich halte es noch zurück. Das kann ich auf jeden Fall ja immer noch auf den Trumpfstich von meinem Partner unterbringen. Ja, es war das Pik-Ass zu dritt und die Karolusche, dann war für uns nichts zu holen. Ja, ein schöner Zwischenspurt hier von Spieler 2. Der ist mir jetzt richtig davon geeilt. 4,59 zu 3,44. Bei ihm kann das jetzt noch was werden. Ich bräuchte jetzt im letzten Spiel natürlich noch ein richtiges Gerät. Spieler 1 ist ein wenig abgeschlagen. Und mit diesem Zwischenstand gehen wir ins letzte Spiel. Und da kriege ich doch noch gleich so ein Spiel, was mich befragt. Spieler 2, der gut steht, hat nichts bekommen. Spieler 1, der nicht so gut steht, reizt noch ein bisschen. Ja, ich muss das Spiel doch machen. Es ist natürlich ein Hochrisikospiel. Ohne 5, 4 Trumpf, 2 hohle Asse dabei. Aber mit 350 kann ich mir hier nichts kaufen. Also jetzt Hü oder Hot. Mit gemeinsam bitte einmal richtig kräftig die Daumen drücken. Karo Bube, Kreuz König. Ich meine, ein Bube ist ja nicht schlecht und es ist auch kein dunkler Bube, sodass ich mich jetzt überreizt hätte. Aber ein Voller wäre irgendwie schon wichtig gewesen mit dem Spiel. Ein Voller hätte mir auch gut gestanden. Kreuz König, das könnte schon fast ein bisschen dünn sein. Gut, nicht lamentieren, vier Augen drücken, das ist doch an sich ziemlich klar. Fünf Trümpfe mit zwei Assen an der Seite. Ist halt ohne Dreien. Sind halt wenige Volle, die ich kontrolliere. Und Gegenreizung. So weit, so schlecht. Aber ich sitze auch in Hinterhand. Ich habe eine Farbe auf Stech, ich kann mit Herz König schnibbeln. Also wollen wir mal gucken, was passiert. Kreuz 10 ist doch schon mal ein Auftakt nach Maß, dass ich hier einen Vollen bekomme auf 24. Und dann hoffen wir jetzt mal auf eine gleichmäßige, günstige Verteilung, dass Spieler 1 vielleicht auch nur ein bisschen so gereizt hat. Und das ist aber nicht der Fall. Ein sehr unangenehmer Stich hier. Viermal Kreuz in Vorhand bei Spieler 1, Spieler 2 in Mittelhand kann anfangen abzutragen. Gut, wenn er kein Kreuz mehr hat, muss er halt ein bisschen mehr Herz oder Pik in der Hand haben. Deswegen denke ich noch nicht, dass mein Herz Ass jetzt sofort auf Abstich steht. Die Gefahr ist noch nicht gegeben. Aber wenn ich jetzt mit abtrage, dann wird die Gefahr natürlich größer.
Dann kommt noch mal Kreuz Dame und dann fliegt der nächste Herz rein. Also ich denke jetzt erstmal stechen und einmal Trumpf, wieder zwei Trumpf eliminieren. So richtig schön ist dieses Weiterspiel ja auch nicht. Jetzt stehe ich auf 28 und da wird es auch dann jetzt ein wenig mehr. Jetzt kommt schon die Herzdame. Die Gefahr, wenn ich übrigens nicht steche, ist ja auch, dass da mal Kreuz Ass auf den Tisch kommt. Ein dunkler Junge sticht vor, dann werden die Trümpfe auch getrennt. Und jetzt ist es natürlich, ja, jetzt ist es natürlich höchste Zeit, nochmal zu stechen. Sonst fliegt auf Kreuz 10 der letzte Herz weg. Ja, 28. Ja, ich denke schon, stechen ist jetzt hier angesagt. Damit bin ich immerhin bei 36. Wenn ich dann in Pik ein Bild bekomme oder jetzt Spieler 2 sich die Herz 10 blank schmeißen musste, wäre ja auch möglich, dann gewinne ich. Ja, Entschuldigung dafür. So, ich habe hier nur die Herz-Lusche bekommen. Ja, jetzt habe ich aber wenig Optionen. Jetzt muss ich einfach hoffen, dass ich jetzt dieses Bild in Pik bekomme. Die Chance ist ungefähr 50-50. Ja, wenn ich Herz wieder rausspiele, dann kann von da noch Kreuz 10 kommen. Also das hilft nichts. Ja, da ist es passiert. 58, kein Stich mehr im Blatt. Also Trumpf. Wie steht Trumpf? Ja, Pik steht auch zu dritt. Pik steht auch zu dritt, Trumpf steht 3-3. Kann ich mir nichts verkaufen. Wenn ich da auf Kreuz abschmeiß, ja, immer die Gefahr, dass Pik Bube vorsticht. Herz 10 steht hinter mir, Pik zu dritt. Also die Karte, außer dass Trumpf gut stand, ist nicht so gut. Und deswegen habe ich hier auch nur 58 bekommen. Und jetzt kommt hier nochmal die Endauswertung und das ist doch nochmal ein Schock. Ich habe es ja nicht durchgezählt, aber durch die 72 Miesen und die 50 Miesen und die 40 Guten hat jetzt Spieler 1 tatsächlich mit seiner Zauberliste noch 5 Kröten von mir gewonnen, weil er 2 Punkte mehr hat. Das ist doch zum Kotzen, Kotzen. Und Spieler 2 hat auch nochmal 40 Punkte bekommen, hat damit 4,99, also ein gutes Ergebnis. Dem kann ich gratulieren. Ja, da hätte ich wohl doch besser mal wieder im letzten Spiel meinen vorlauten Schnabel gehalten. Na gut. So ist es passiert. Ihr wart live dabei. Ich hoffe, ihr wendet euch nicht von mir ab. Es kommen auch wieder die besseren Spiele. Es kommen auch wieder die besseren Zeiten. Ich bleib am Ball. Bleibt ihr es auch. Bis dahin. Gut Blatt.